Xavier Naidoo muss sich momentan einer echten Hatewelle ausgesetzt fühlen. Alles wegen einem Video, das bereits mehrere Jahre in der Vergangenheit liegt. Der Sänger hatte damals über seine sozialen Plattformen ein Video in die Medien gestreut, in dem mit gesanglichen Einlagen Zeilen gesungen wurden, die von vielen Menschen als rassistisch eingestuft wurden. Das Video tauchte durch einen Nutzer auf Twitter wieder auf und ging viral. Danach sah sich auch der Sender RTL dazu gezwungen, den Sänger aus der DSDS-Jury zu werfen. Nun ist ein weiteres Video aufgetaucht, in dem Xavier Naidoo allem Anschein nach den menschengemachten Klimawandel leugnet. So heißt es in dem Video: Ja, Oliver, zur Klimawandeldebatte gibt es für mich das zu sagen, dass ich glaube, dass die Wissenschaft sich zu sehr auf die Hockeyschlägertheorie stützt und dass, wie doch einige wissen, mittlerweile belegt ist, dass diese Hockeyschlägerkurve gar nicht existiert. Und deshalb glaube ich, sind wir gut vorbereitet auf eine eventuelle Diskussion mit allen möglichen Wissenschaftlern, die der anderen Meinung sind, dass es eben einen menschengemachten Klimawandel gibt. Das glaube ich nicht.